Liebe Genossen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier in Neulandenburg. Wir haben zuletzt hier den Beginn der Stromtrassen, der Stromverteilung für die Stadt geplant. Wir werden das gleich fortsetzen, aber ich will das erstmal ein bisschen unterbrechen. Ah, schon mal mit einer Sache. Hier wurde ein Bau beendet, und zwar hier das Depot. Das ging ja jetzt wirklich fix. Okay, das ist fertig. Und das bedeutet, wir müssten ja jetzt irgendwie die Metros dahin bekommen. So, rein technisch weiß ich noch nicht hundertprozentig, wie das jetzt funktionieren wird. Gucken wir uns das mal an. Also, wie kann ich jetzt sagen, das kann ich den davor, warte mal kurz, kann ich den da so ranpacken? Ja, tatsächlich, das geht. Aha, schaut mal, und dann können wir das Ganze vielleicht umdisponieren, einfach in das andere Depot, würde ich sagen. Wobei, na gut, wir nehmen mal die Diesel-Lok dafür. Die andere ist eigentlich für was anderes gedacht. Jetzt kriege ich das nicht mehr getrennt, doch. Soll mal die Diesel-Lok nochmal die Metro da ziehen, das finde ich ganz hübsch eigentlich. Ah, Elektro- und Diesel-Lokomotiven können nicht gemischt werden, na gut. Dann geht es nicht so. Aber jetzt die Frage, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das denke. Naja, wir werden sehen. So, auf nach Leipzig. Und dann sagen wir mal hier bitte Depot einfach wechseln, hierhin. Und das scheint zu funktionieren. Gut, dann werden wir die andere Lok ebenso dorthin bringen. Hervorragend. Gut, dass wir so viele Loks haben, die im Moment keine Aufgabe haben. Bitte auch dorthin fahren. Alles klar. Ja, das ist ein simples, intuitives Prinzip. Hervorragend. Wir schauen mal, ob das jetzt irgendwie funktioniert. Ah, schaut euch das an. Ja, tatsächlich. Es funktioniert. Wir müssen bloß jetzt gucken. Er fährt links raus und müsste da aber dann rechts rüberfahren, nicht wahr? Das klappt auch. Okay. Also, das geht schon mal. Hier wartet mal wieder ein Zug zu lange. Da müssen wir gucken, was hier das Problem ist. Okay, hier ist das Problem, dass Öl nicht ausreichend schnell ausgeladen werden kann, beziehungsweise hier nicht ausreichend schnell verarbeitet wird. Aber das wird sich von selbst lösen. 90, 38 Tonnen, das wird schon klappen. Ja, alles gut. Also Ölproduktion wurde ja auch gesteigert, deswegen kann es da auch manchmal zum Stau kommen. Ja, das bedeutet wiederum, dass wir... Ah, warte mal, müsste er das jetzt nicht automatisch machen? Müsste er... Ach nee, der kann die nicht holen. Ne? Der könnte jetzt... Ah, warte mal. Der könnte jetzt wiederum in das Depot fahren und dann die Aufgabe bekommen, die anderen zu holen. Wobei, das könnte vielleicht auch die Diesel-Lok machen. Beziehungsweise wir könnten einfach damit starten, den Personenverkehr so zu organisieren, wie wir das haben wollen. Aber wir gucken mal. Wenn wir jetzt der Diesel-Lok sagen, bitte hier anhalten, beladen, warten bis... beladen und dort entladen, kann ich ihm nicht sagen. Und wenn er jetzt startet, holt er mir dann alle Waggons ab, die es gibt? Wäre mal interessant, ne? Ich meinte, die könnten ja selbstständig jetzt fahren, wobei wir ja aufpassen müssen, dass wir nicht alles blockieren. Ach so, jetzt macht er da wieder eine Mega-Runde. Ja, das war insofern nicht ganz so clever, die Diesel-Lok dafür zu verwenden. Ja. Aber warte mal, hatten wir hier nicht die Signalgebung verändert, dass er da auch einfach wieder zurückfahren kann? Hatten wir das getan? Er fährt da rein. Ich glaube, er müsste eigentlich auch wieder zurückfahren können, wenn er Diesel getankt hat. Ja, das dann habe ich überhaupt nicht gedacht. Das ist natürlich... ein toller Vorteil der Elektro-Zugwagen. Die brauchen da natürlich nicht mehr hinfahren. Beobachten wir kurz, ob er das so macht, wie ich mir das vorstelle. Oder ob er geradeaus weiterfährt. Er zieht sich jetzt erstmal Treibstoff. Wie viel ist das eigentlich jetzt hier prozentmäßig? Relativ wenig, ne? Was er da... Er ist fast vollgetankt mit 10.000 Litern. Ja, tatsächlich. Er dreht um und wird jetzt rechtsgleisig zurückfahren. Okay, das ist gut. So. Und mein Gedanke ist, dass wir jetzt schon damit beginnen. Na, schaut mal, wie viele wunderbare Waggons jetzt hier stehen. Dass wir damit beginnen, den Personenverkehr zwischen den Städten schon zu organisieren. Wir haben ja jetzt im Prinzip alles, was wir benötigen.
Du kannst hier auch schon mal hinfahren. Ist das auch noch? Hat es auch noch mal diese Lok? Ja, gut. Die nimmt natürlich Platz in Anspruch. Wobei, wir hätten die, glaube ich, auch so stellen können. Dann wäre mehr Platz gewesen. Fällt mir jetzt gerade auf. Ja, ja. Das ist ja alles möglich. Toll. So, jetzt aber, wir beachten, was tut er jetzt? Zieht er jetzt alle Personenwaggons da raus? Oder ist das irgendwie begrenzt? Da bin ich ja echt mal gespannt. Okay, er fährt jetzt erstmal durch. So, was passiert jetzt? Ja, jetzt holt er sich die Personenwaggons. Ah, okay, das scheint es eine maximale Länge zu geben. Aber es ist uns ja egal. Das ist ja genau das, was ich jetzt wollte. So, und dann lasst mal überlegen, wie wir jetzt den Personenverkehr organisieren. Man müsste jetzt mehrere sinnvolle Linien einrichten. Ich würde sagen, eine erste Linie ist relativ simpel. Wartenburg nach Erzfurt und Schwerborn hat keinen eigenen Bahnhof, ne? Nee. Ja, dann genau das. Bis hier, dann zurück. Da stimmen dann hoffentlich die Signale. Das wäre die erste kleine Linie. Und dann könnte man Sachen sagen, Wartenburg Richtung Polymerseburg. Und dann ist die Frage, dann könnte man direkt eine große Linie machen, dann Richtung Wolgast und Neuerswerda. Das ist dann eine große Verbindung. Und wieder zurück. Ja, das ist eine schöne große Verbindung, die gefällt mir sogar. Da oben ist auch nochmal Bau beendet. Das heißt, wir können die nächste Metro auch noch starten. So, die sind jetzt alle hier. Ja, dann lass uns mal hier ein bisschen basteln, ne? Also, ich würde sagen, wir machen mal zwei Waggons für diese erste Wartenburg-Linie. Also, du startest. Kommt er da hin? Ne, wir starten mal. Das ist dann einfacher, glaube ich. Wir starten mal einfach hier in Erzfurt. Oh, jetzt gibt es sogar noch einen neuen Fahrzeugtyp. Hm, auch eine Elektrolokomotive. Also hier laden, beladen und entladen, aber bitte keine Arbeiter. Sondern alles andere eigentlich. Alles andere ist erlaubt, würde ich sagen. Und dann fährst du ganz simpel zurück nach Wartenburg. Und da dann dasselbe. Wobei bei Entladen können auch Arbeiter aussteigen, die ja gar nicht drin sind. Okay. Erster Stopp ist nicht erreichbar von der aktuellen Fahrzeugposition. Ah, wisst ihr was das Problem sein könnte? Ich habe natürlich bis Erzfurt noch gar nicht elektrisiert. Ach ja, okay. Das müssen wir jetzt mal nachholen. So, und inzwischen weiß ich ja, das kann man mit Shift auch machen. Das sollte dann relativ simpel gehen. Allerdings, ha, ich muss das auf jeden Fall mit Rubelbau machen. Das war jetzt hier ein Fehler. Sonst geht hier alles unter. Habe ich da hinten noch eine Baustelle jetzt übersehen? Ich hoffe nicht. Oh, sind immer mehr Bauten beendet. Wir müssen uns langsam mal ranhalten. Okay, also Rubelbau, elektrifizierte Eisenbahn. So, ist hier die... Ah, schaut mal. Gut, dass wir da nochmal nachgeguckt haben. Hier geht es weiter. Hier. Hier. Und jetzt muss ich es aber, glaube ich, manuell machen, weil ich hier oben nicht elektrifizieren will. Das betrifft ja im Prinzip nur die Personenzüge. Deswegen brauchen wir das dann nicht. Aber warum? Doch, das ging. Mhm, alles klar, bis dahin hat er das schon. So, das heißt, wir ziehen das jetzt gerade durch. Und überbrücken jetzt den Punkt, den wir nicht wollen. Auf diese Art und Weise ab... Oh, was mache ich jetzt hier? Ab hier kann das jetzt wieder so vereinfacht funktionieren. Ich glaube, das kann auch elektrifiziert werden, weil wir in Richtung Leipzig ja von Erzfurt auch Personenverkehr haben wollen. Insofern alles unkritisch. So. Das haben wir. Und bis dahin läuft das und der Bahnhof ist ja eh elektrifiziert und nach hinten raus muss nicht gefahren werden. Okay, sehr gut. Dann haben wir das auch. Und die Frage ist... Ne, ich glaube, wir müssen hier nochmal auf Start drücken. Also. Start. Jetzt geht's. Hervorragend. Okay. Da werden wir nachher mal reinschauen, wie das läuft mit dem Passagierverkehr. Wie viel sich hier eigentlich so sammeln, ne? Schaut mal, wir haben hier überhaupt nichts erlaubt.
Passagiere, Schüler, Touristen dürfen hier sein. Arbeiter haben wir verboten, das wollen wir nicht. Da müssen dann erstmal Leute hinkommen. Und wie sieht es hier auf dem Bahnhof aus? Da sind allerdings auch Arbeiter. Hier werden wir jetzt auch Passagiere und Schüler und Touristen erlauben. Ja, die Arbeiter fahren... Was machen die Arbeiter eigentlich hier? Wo fahren die hin? Die fahren doch nicht in die Werft, ne? Warum haben wir hier Arbeiter? Was ist der Sinn daran? Wir haben kein... Doch, wir haben... Hier eine Linie. Ach so, natürlich. Habe ich ja ganz vergessen. Hier oben haben wir ja noch eine Kohlemine. Und da sind die ganz wichtig. Okay, aber ich sehe gerade... Da stehen ja ganz relativ viele, aber wie viele werden mitgenommen? Das ist auch mal interessant. Kapazität 115, haben wir das Maximum erlaubt? Ich gehe mal davon aus, ne? Leert sich, oh ja, das leert sich komplett. Nö, dann ist ja alles gut. Sind auch nur 65 Arbeiter dabei, dann ist alles gut. Okay, hier kommt er, unser erster elektrifizierter Personenzug, der hier überhaupt fährt. Großartig. Und jetzt ist die Strecke natürlich noch unbekannt, aber tatsächlich, es haben sich sogar 16 Passagiere und 2 Studenten gemeldet. Allerdings kommt er nicht zurück. Warum kommt er nicht zurück? Ah, wisst ihr was? Weil wir hier noch nicht elektrifiziert haben. Ja, kein Wunder, dass er nicht zurückkommt. Seht ihr? Bei der Elektrifizierung kann man doch so einiges vergessen. Wir sind immer noch im Rubelbau, das wollen wir. So, jetzt aber, jetzt müsste er es schaffen, oder? Findet er jetzt den Weg von selbst? Ja, er findet den Weg von selbst. Und haben sich jetzt hier schon Leute angefunden? Oh mein Gott, so viele Schüler warten hier. Warum warten hier so viele Schüler? Ja, das ist das Problem, die sind halt dumm, ne? Das ist das, was ich ein bisschen schade finde am Verkehrssystem. Dass hier nicht genau berechnet wird nach dem Motto, ich möchte in die Schule gehen. Wo ist eine Schule? Gibt es dort einen Platz frei? Nein, jetzt in dem Moment, schaut mal, laufen die einfach hier auf den Bahnhof, weil das offenbar das nächste und bequemste ist, obwohl hier meines Erachtens genug Platz ist. Vielleicht erhöhen wir mal hier die Zahl der Mitarbeiter. Vielleicht könnte das zur Veränderung irgendwie der Berechnung hier führen. Ah, das könnte sein. Vielleicht sind die doch klüger, als ich dachte. Vielleicht waren diese Plätze... Das System ist nämlich so. Hier sind jetzt offene Plätze. Aber wenn jetzt hier ein Schüler ist im Wohnhaus, der entscheidet sich, ich gehe jetzt in die Schule, dann sperrt er diesen offenen Platz, weil er ja schon tatsächlich virtuell... Also, weil er schon besetzt ist, in gewisser Weise. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass sie tatsächlich hier auf den Bahnhof gehen. Weil wir sehen, es werden jetzt weniger. Gut, jetzt steigen sie natürlich ein, aber... Okay, das heißt, wir haben am Anfang das hier reduziert. Das habe ich noch gar nicht überprüft. Schaut mal, ich denke, wir sollten jetzt hier wirklich alles auf Maximum stellen. Ne? Von den Mitarbeitern her. Hier ist es. Hier ist es auch auf Maximum. Hier noch nicht, wobei das ein Gast scheint nicht so der Bedarf zu sein. Hier sind wir auf Maximum. Kindergarten voll. So, hier ist Maximum 50. Gehen wir mal ein bisschen höher. Und da sind wir auf Maximum. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, nie reduziert. Da dürfte das Problem nicht existieren. Ja, gut. Okay. Ich denke, das läuft so. So, dann kümmern wir uns jetzt um die nächste Metro, die wir losschicken können. Und zwar, jetzt müssen wir bloß aufpassen, jetzt haben wir hier nur eine Elektrolokomotive. Die müssen wir tatsächlich jetzt zurückschicken, sonst funktioniert das nicht mehr so gut. Also die koppeln wir jetzt wieder ab. Ah, schaut mal, jetzt langsam Stück für Stück kann man sich das System erschließen. Sehr schön. So, die werden wir hier wieder hinfahren lassen. Bitte hier ins Depot.
Geht nicht. Ist zu voll. Na, großartig. Aber das können wir verändern, indem wir hier schon mal ankoppeln. Aber warte mal, ich könnte doch hier hintereinander... Ja, natürlich. So ist es ja viel besser. Wir brauchen gar nicht zwei fahren lassen. Ach, Mensch. Okay. So, das ist mit der Sicht ein bisschen schwierig, mit den offenen Fenstern. Also bitte jetzt hier hin. Das geht hervorragend. So, dann müsste auch hier wieder Platz sein. Wir können die auch... Halt, nein, du sollst doch gar nicht dahin fahren. Was bin ich für ein Depp? Du musst doch da hinten hinfahren. Hier sollst du reinfahren. Ach Mensch, die müssen wir jetzt abfangen. Die müssen wir abfangen. Die kann ja noch nicht weit gekommen sein. Der Metrozug. So, also neues Ziel, war ein kleiner Irrtum. Wir oder du sollst bitte dorthin fahren. Ich hoffe, das funktioniert. Wir werden sehen. Ja, ich glaube, es scheint zu funktionieren. Hervorragend. Okay, Gleise sind da gebaut, da gebaut. Hier geht es los. Das funktioniert also sehr schön. Prima. Okay, die Metros sind auf dem Weg. Wir gucken mal, habe ich noch irgendwas übersehen? Ah ja, das Konstruktionsbüro ist auch fertig. Das werde ich mal wieder off-cam einrichten. Das mache ich jetzt nicht mit euch. Was wir aber gemeinsam schon mal machen können, sind die Freilager. Ja. Und wir... Ach, die haben noch keine Stromversorgung. Ist, glaube ich, aber erstmal nicht wichtig. Die funktionieren trotzdem. Ist die Frage, sind die überhaupt nah genug dran an der Stromversorgung von da hinten? Oder sind wir... Nee, ne? Nee. Okay, das müssen wir bedenken. Wir müssen da also nochmal was Eigenes machen. Sonst funktioniert das nicht. Aber wir können es schon mal benennen und funktionstüchtig machen. So, Lager. Stahl. Und haben wir es immer Platten genannt? Ich glaube, ne? Lagerstahl und Platten. Bauunion. Oder nehmen wir es mal, machen wir eine neue Nomenklatur. BU Neulandenburg. So. Und da können wir das gleich mal begrenzen auf 50%. 50%. Hervorragend. Ich würde sagen, das lassen wir auch direkt mal offen. Und dann haben wir das hier. Lager, Bretter und was ist da noch? Bretter und Ziegel. BU Neulandenburg. Sehr schön. Und dasselbe hier. Menge begrenzen. Ziegel 50%. Bretter 50%. So, und jetzt müssen wir nur noch die Zentrallager finden und das Ganze vernünftig einbinden. Aber da im Prinzip alle Zentrallager bzw. die Verteilzentren hier sind, sollte das kein Problem sein. Ah, schaut mal, hier haben wir noch keinen Namen benannt. Ja, das ist aber Alkohol. Also kein Transparent darüber. Wir brauchen das Lager Stahl. Hier haben wir es. So, also... Neue Verbindung. Wir springen aber erstmal hier hin. Genau. Hier bitte beliefern. Und hier müssen wir extra sagen, was gemacht werden soll. Stahl 70. Mhm. Bitte zurückspringen. Das wäre das. Die fahren dann auch los. So, dann brauchen wir... Ja, das brauchen wir später, aber im Moment nicht. Halt, jetzt ist die Frage, wo sind eigentlich die anderen? Die sind hier im Moment gar nicht, ne? Genau. Die sind ja hier irgendwie. Ich meine mich zu erinnern. Nahrung. Fleisch und Zement. Exportlager. Platten, da haben wir es schon. Sehr gut. Okay, dann machen wir dann auch direkt hier weiter. Also.
Okay, Platten und wir gehen hier runter, entladen, Platten, 40%, nö, machen wir 70, ist gut. So, VZ National Platten, das hätten wir. Wo ist denn jetzt das VZ National Ziegel und Bretter? Das muss doch auch hier irgendwo sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, diese Transparente, die haben schon ihren Vorteil. Ziegel, Ölsnitz und Holz. Zement, National, pass mal auf, ich mach das jetzt mir einfacher. Ich guck mal einfach woanders hin. Zum Beispiel, wo haben wir ja noch Lager? Hier zum Beispiel. Wo sind die denn? Das ist relativ einfach zu finden auf diese Art und Weise. Bretter, VZ National Bretter. Schaut mal. Da. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich nie gefunden. Und das andere ist VZ National Ziegel. Ah, tatsächlich, das war das aber, was wir gesehen haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann fangen wir mal mit den Ziegeln an, wo wir das hier gerade offen haben. Und springen hier hin. Und sagen, bitte hier auch beliefern. Ja, haben wir 70%. Okay. Und dann sind wir bei den Brettern. Hier bitte beliefern. Entladen. Bretter, Bretter, Bretter. Hier. Okay, alles klar. Ja, dann hätten wir das. Wie sieht es aus mit dem Warenhaus hier unten? Das ist noch im Bau. Das heißt, da können wir das noch nicht einrichten. Das folgt dann später. So, was habe ich noch verpasst? Ich habe, glaube ich, einiges verpasst. Stau ist nicht so relevant. Hier, das Ding ist interessant. CHS7. Da würde ich gerne mal gucken, ob es sich lohnt, das zu kaufen. Was ist denn das für ein gutes Stück? Ist das überhaupt ein Rubelding? E-Lokomotive? Sieht so aus, ne? Okay, Tschechoslowakei bis 1999. Ja, ist ein besseres Modell. Kostet 16 Millionen. Also, glaube ich mal, 160 im Vergleich zu auch 160. 5100 Motorleistung hatten die. Ja, was nimmt man da als Vergleichswert, ne? Oder als Relevanzwert? Das Ding ist es, ne? 6160. Okay, die Motorleistung ist einfach besser. Kostet 16 Millionen. Aber wir können ja sagen, wir haben es ja. Passt auf, wir bauen hier das Neueste und Beste. 32 Meter Länge. Das gönnen wir uns. Das ist mal eine richtige Investition. Ist dann das Nächste, was wir hier in Auftrag geben. Können wir vielleicht sogar schon mal machen in der Fertigungslinie. Oh, schaut mal, die sind ja auch schon richtig weit wieder. Wahnsinn. Ja, dann baut mal das neue Ding hier. Unser neuer Favorit. Vielleicht sogar gleich zweimal. Okay, was habe ich noch verpasst? Bau beendet. Das haben wir aber jetzt genutzt, Neulandenburg. Der Stau interessiert uns nicht. Stau, Loyalität, neuer Fahrzeugtyp auch nicht so richtig. Und das ist das Warten. Das dürfte sich aber jetzt schon aufgelöst haben. Jo, gut. So, die neuen Züge, die wir da haben. Ich meine, ich kann die auch direkt mal ein bisschen... Ja, oder wir richten den Personenzug schon mal neu ein. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wobei, was ist eigentlich mit diesen beiden Elektrozügen? Habe ich die jetzt schon auf den Weg zurückgesandt oder stehen die da jetzt noch dumm in der Gegend rum? Die stehen hier immer noch rum. Ja gut, die können auf jeden Fall schon mal zurückfahren. Einfach mal bitte hier wieder hin. Dann können wir nämlich da auch weitermachen. Okay. Was für eine Kuddelmuddel-Folge. Ich wollte eigentlich was komplett anderes machen, aber gut, so ist es. Da sind sie unterwegs. Sehr schön. Ja, dann arbeiten wir noch ein bisschen weiter an diesem Thema Strom, würde ich sagen. Und überlegen mal, wo platzieren wir jetzt hier unsere Umspannwerke. Das ist ja das nächste große Ding. Wir hatten schon gesagt, eins muss hier irgendwie hin, damit das hier auch beliefert wird. Also, wie viel Platz haben wir noch?
Wir haben Platz für 5 Umspannwerke. Dann platzieren wir jetzt eins hier. Ja, am Ende wird das abgerissen. Machen wir es vielleicht ein bisschen weiter vorne hier ran, ne? Wenn es geht. Ja, scheint zu gehen. Oh, ich muss Rubelbau wegnehmen. Ist dieser Weg eigentlich irgendwie relevant? Ja, der ist relevant, weil da hinten wird noch gebaut. Das können wir noch nicht verändern. Das gefällt mir irgendwie noch nicht so. So dicht an den Gleisen könnte man es natürlich auch machen. Oder wir machen es so. Fände ich irgendwie diesmal komischerweise besser. Und dann machen wir einfach hier noch so einen Feldweg. So, ran. Ja, das ist besser. Okay, also. Das war Nummer 1. Dann haben wir noch 4 zur Verfügung. So, wir müssen natürlich den ganzen Kram hier mit anschließen, ist klar. Das wird aber erreicht, wenn wir da sind. Können wir auch von hier oben runtergehen, das würde auch gehen. So. Dann haben wir noch 3 zur Verfügung. Und jetzt würde ich sagen, kommen 2 hier hin und 2, beziehungsweise halt, wir müssen den Bereich auch mitnehmen. 2 hier unten hin, ja. So, hier wird alles abgedeckt, das ist okay. 1. Und dann machen wir einfach noch einen hier hin. 2. Und was sagte ich, wie viel haben wir jetzt noch? 1, 2, 3, 4. Bleibt im Moment jetzt nur noch, glaube ich, einer übrig, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Was gut möglich ist. Ja. Den packen wir hier oben rein. Mit dem Straßenanschluss dort. Gut. Und da müssen jetzt noch die Leitungen hin geplant werden. Ohne dass es so extrem überladen aussieht. So, wir machen eine Leitung hier. Mit einem Zwischenstopp und dann da ran. Oh, da ist noch eine Straßenbahn verfügbar, aber die nehmen wir nicht. So, dann wollen wir einmal dahin. Und ich sehe jetzt schon, dass das nochmal verändert werden muss. Einmal gehen wir dahin. Ja, da gehen wir einfach hier rüber. Das ist eine relativ simple Angelegenheit. Da braucht man nicht lang fackeln. So, hier den müssen wir dahin bringen, weil wir müssen da ja noch ankommen. Genau. Also das muss kurz zurückgebaut werden. Ich würde sagen, bis da. Das ist ein Ersatzbau. Den werde ich jetzt mit Rubel bauen und dann gehen wir zurück. Und planen weiter. Ja, der führt dann erstmal hier parallel. Das ist immer so ein bisschen unschön. Wir könnten natürlich da oben eine Verteilung machen. Oder wir machen es komplett anders. Wir gehen hier rüber. Gehen dann hier die Bahngleise entlang. Ah, ist auch ein bisschen doof, ne? Und dann dazwischen den Häusern würde man auch nicht machen. Ach komm, dann machen wir es einfach. Gehen wir hier parallel. Bis hier. Dann hinter den Häusern entlang. Okay, da müssen wir noch einen kleinen Knick machen und dann sind wir da. So, das kann auch gebaut werden, geplant werden. Da wartet mal wieder ein Bauzug zu lange. Irgendwas stimmt nicht. Oh, wisst ihr, was mir auffällt? Wir haben ja hier noch einen Stromanschluss, den wir auch noch bedienen müssen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Okay, pass auf, dann machen wir es doch anders. Dann machen wir doch hier einen Verteiler hin und gehen da nochmal extra, das ist besser. Ja, passt auf, wir brechen diese Leitung ab.
haben wir da einen Stromanschluss schon geplant von der anderen Seite? Nee, nee, das ist einfach nur erstmal reine Theorie hier gewesen. So, diese Parallelführung brechen wir komplett ab. Dann machen wir jetzt hier einen Mittelspannungsschalter. Das heißt, ich muss hier auch nochmal irgendwo einen Abbruch machen. Der Mittelspannungsschalter kommt dann hier hin. Schön an die Tankstelle. Ja, kann man schon mal machen, ne? Okay. So, da gehen wir daran. Da gehen wir da weiter. Das kleine Stück. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das sieht ja auch wieder dämlich aus. Ja. Ja, ich meine, man könnte das auch einfach dahin setzen. Das würde auch gehen. Ja, tut mir leid. Das sieht einfach zu dumm aus. Das werden wir nochmal neu planen. Also, das Umspannwerk kommt einfach hier auf diese Seite und dann sieht das irgendwie auch funktionabel aus. Wenn wir hier so rübergehen. So. Okay. Das wäre das. Und jetzt können wir nämlich hier am Gleis entlang den Wald, den verschonen wir diesmal. Gehen wir hier durch. Gehen wir hier ran. So, dann passt das auch. Sehr gut. Und zu guter Letzt müssen wir noch das und das anschließen. Ja, und damit wir da ein bisschen Abwechslung drin haben. Nee, das war Schund. Machen wir es mal so. Gehen wir mit der Einleitung hier entlang. Ja, wobei, wir können eigentlich hier direkt über die Straße nochmal gehen. Wir müssen ja eh auf die andere Seite. Und sind dann dort. Und dann kommen wir mit der anderen, auf der anderen Seite, dann kommen die sich nicht in die Quere. Können wir hier sogar hinten entlang. Vielleicht noch hier rüber. Dann hier runter. Dann an den Gleisen entlang. Immer geradeaus. Bis da. Und dann noch mit einem Zwischenschritt hier rüber. So, dann haben wir den ersten komplett genutzt, verplant. Und dann liegen nur noch zwei vor uns. Wer hätte das gedacht? Um eine Sache muss ich mich aber noch kümmern. Nicht um das Feuer, sondern um einen Zug, der hier zu lange wartet. Hier gibt es offenbar wieder ein Problemchen. Ja, warum wartet der? Was macht der jetzt hier? Es ist grün, aber er wartet. Warum? Unklar. Er zeigt mir noch nicht an, wo er hin will. Das ist schade. Dann lassen wir ihn zurückhüpfen. Keine Ahnung, was sein Problem ist. Dann kann der zumindest weiterfahren. Gut, sowas passiert aber ja immer wieder bei den Baustellen. Im Großen und Ganzen klappt es am Ende dann doch immer irgendwie. Und so wird es auch dieses Mal sein. Kurzer Blick auf den Hafen. Ja, die Fahrzeuge stapeln sich, aber noch kriegen wir alles weg. Also es wird erst richtig kritisch, wenn jetzt hier die Produktion stoppt. Aber das ist nicht der Fall, wie wir sehen. Ja, sehr schön. Hier sind auch wieder alle angekommen. Das heißt, wir können die nächste Personenlinie theoretisch auch starten. Wir gucken ganz kurz. Stehen hier noch, sind immer noch relativ viele Schüler. Letzter Check. Wie sieht es aus mit der Schule? Ah, die ist nicht voll. Nee, dann war meine Theorie nicht ganz richtig. Naja, gut. Dann fahren halt die Schüler von mir aus nach Erzfurt, wenn sie unbedingt da zur Schule gehen wollen.
ist dann halt so. Ich will trotzdem den Personenverkehr simulieren, auch wenn es spielmechanisch eigentlich keine wirkliche Bedeutung hat. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwalden.